Das ist einer der schlechtesten Ratschläge, den du befolgen kannst. Seit speziell 10 Jahren macht dieser Ratschlag auf Social Media immer wieder die Runde und so viele Menschen wundern sich, warum sie pleite sind. Wenn du deiner Leidenschaft nämlich folgst, bleibst du arm. Ich weiß, dass Steve Jobs gesagt hat, du musst deinen Purpose finden, du musst deiner Leidenschaft folgen, du musst lieben, was du tust. Aber das ist nicht das, was Steve Jobs tatsächlich getan hat. Denn mit Anfang 20 war Steve Jobs großer Anhänger des Zen-Buddhismus. Und wäre er damals seiner Leidenschaft gefolgt, wäre er vermutlich ein buddhistischer Mönch geworden. Stattdessen hat er aber was anderes gemacht, nämlich mit Steve Wozniak in einer Garage Computer zusammengebaut. Also Wozniak hatte Computer gebaut und Steve Jobs hat Marketing gelernt. Der Durchbruch kam dann 10 Jahre später. Das heißt, Steve Jobs wurde wirklich gut in der Sache, die er mit der Karriere erreichen wollte und fand schließlich etwas, das ihm wirklich Spaß gemacht hat. Aber er fand es, weil er wirklich gut in dieser Sache war und nicht, weil es seine bestehende Leidenschaft war. Und natürlich gibt es auch Menschen, die ihrer Leidenschaft gefolgt sind und damit erfolgreich wurden. Klar, Rihanna folgte ihrer Leidenschaft, Michael Jordan folgte seiner Leidenschaft, Lionel Messi vermutlich auch. Aber wie viele von diesen ganzen Künstlern, Schauspielern, Sportlern und so weiter schaffen es nicht? Die meisten nagen am Hungertod. Wenn du dir nämlich mal die Statistiken über die Berufe ansiehst, dann wirst du sehen, dass weniger als 4% davon in den Bereichen Kunst, Sport, Musik, Film und so weiter liegen. Selbst wenn also nur einer von 10 Menschen seiner Leidenschaft nachgehen würde, hätte die Mehrheit trotzdem keinen Erfolg damit. In erster Linie solltest du nicht den Purpose jagen, sondern du solltest dich darum kümmern, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die ersten paar Jahre in meiner Selbstständigkeit habe ich wie ein Besessener gearbeitet. Ich saß nicht vor dem Computer und habe auf irgendetwas gewartet, sondern ich habe mein Telefon in die Hand genommen und habe jeden Tag hunderte von Gesprächen geführt. Ich bin mit dem Auto in ganz Österreich und Deutschland herumgefahren und habe 120.000 Kilometer im Jahr auf den Tacho gedreht. Ich habe die ersten 10 Jahre durchschnittlich 12 Stunden am Tag gearbeitet, ohne einen Tag freizunehmen, geschweige denn Urlaub zu machen. Das war alles keine Leidenschaft. Das hat mir alles kein bisschen Spaß gemacht. Die harte Arbeit, der wenige Schlaf, die Einsamkeit, die ständige Ablehnung. Das hat mir in keiner einzigen Minute gefallen. Aber es musste so sein. Wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann ist ein Grund, warum du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit damit nicht erfolgreich wirst, der, dass du das tust, was für dich bequem ist. Aber das darfst du nicht tun. Du musst Opfer bringen, wenn du erfolgreich werden möchtest. Sobald du genug Geld verdienst und sobald du erfolgreich bist, kannst du gerne die Dinge, die du nicht gerne machst, delegieren. Dann hast du es dir verdient, deiner Leidenschaft zu folgen. Aber am Anfang nicht. Du wirst von deiner Leidenschaft nicht genügend Geld verdienen, weil du dem Markt folgen musst, nicht der Leidenschaft. Die Mehrheit der Unternehmer, die erfolgreich sind, die werden dir sagen, dass sie durch ganz normale, teilweise sogar langweilige Geschäfte erfolgreich wurden. Die haben das gemacht, was der Markt wollte, nicht was sie wollten. Glaubst du, dass ich oder irgendjemand anderer, der heute vermögend ist, damals als Kind herumstolziert ist und gesagt hat, wenn ich groß bin, werde ich Unternehmer. Wenn ich groß bin, helfe ich anderen Unternehmen, profitabler zu werden? Natürlich nicht. Ich wollte alles Mögliche werden, DJ, Tierarzt, Schauspieler, aber am wenigsten konnte ich mir vorstellen, Unternehmer zu werden. Ich sah ein Problem, ich sah eine Marktlücke und ich wusste, dass ich damit viel Geld verdienen werde. That's it. Du wirst nur dann wirklich Geld verdienen, wenn du eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietest, das der Markt wirklich braucht bzw. will. Der Markt schert sich nicht darum, dass du die 5000. nachhaltige Marke für Kleidung gründen willst. Der Markt schert sich auch nicht darum, ob du bei TikTok 100.000 Follower hast oder nicht oder ob du bekannt bist oder nicht. Das Einzige, was der Markt interessiert, ist, ob du ein Problem oder ein Bedürfnis löst. Ein Problem, welches auch groß genug ist und auch noch vernachlässigt wird. Das interessiert den Markt. Wenn ich den Nummer 1 Ratschlag für beruflichen Erfolg in einen einzigen Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, tu, was wertvoll ist. Damit meine ich, dass du dich darauf konzentrieren solltest, etwas gut zu machen, das anderen auch wirklich hilft und was die Welt zu einem besseren Ort macht. Das ist das Geheimnis einer erfolgreichen und erfüllenden Karriere. Ich habe so viele Menschen scheitern sehen, die mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen wollten. Und egal wie sehr ich versucht habe, ihnen das auszureden und stattdessen auf das zu achten, was der Markt will, sie wollten nicht hören und sind klaglos gescheitert. Der Punkt ist nämlich, wenn du das, was du tust, abgöttisch liebst, dann hast du eine rosarote Brille auf und dann verlierst du damit jegliche Objektivität.
Emotionen sind was Schönes, aber sie haben im Geschäftsleben nichts verloren. Du wirst feststellen, dass die meisten Menschen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, nicht wirklich logisch, sondern größtenteils emotional vorgehen. Sie blenden völlig aus, wie der Markt auf das Produkt und so weiter reagiert. Sie sind mit ihrer Firma und mit dem Produkt so stark verbunden, dass sie sich nicht schnell genug an die Marktgegebenheiten anpassen können. Mir persönlich ist es völlig egal. Ich bin mit keinem Unternehmen, mit keinem Produkt, mit keiner Dienstleistung, mit keiner Branche verheiratet. Ich passe mich an, ich ändere alles, was notwendig ist. Ich betrachte die Dinge objektiv und von diesem Standpunkt aus treffe ich meine Entscheidungen. Ich bin nie mit der Wurzel verheiratet, sondern immer nur mit dem Ziel, welches ich erreichen möchte. Versteh mich nicht falsch, ich habe trotzdem ganz klare Werte und sehr klare Prinzipien, die ich befolge und an denen ich nichts verändern werde. Aber solange ich nicht gegen meinen eigenen Ehrenkodex, gegen meinen Ethikkodex verstoße, bin ich bereit, je nachdem, wie der Markt reagiert, umzuschwenken. Wenn du etwas Großes in deinem Leben erreichen willst, dann musst du verstehen, dass Emotionen dein größter Feind sind. Es gibt eigene Orte für Emotionen, aber das Geschäftsleben ist keiner dieser Orte. Wenn du das, was du liebst, zum Beruf machst, dann ist es in der Regel der schnellste Weg, um mit dieser Sache unglücklich zu werden, auch wenn du damit Erfolg hast. Irgendwann wirst du nämlich keine Freude mehr daran haben und das weiß ich aus eigener Erfahrung von der damaligen Zeit im Finanzsektor. Wenn du leidenschaftlicher Musiker bist, dann wird das, was dir früher Freude bereitet hat, irgendwann mal zur Last, weil es wird zur Arbeit. Wenn du Kinder über alles liebst und das zu deiner Berufung machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie dir irgendwann auf die Nerven gehen. Und das sieht man auch bei Gamern. Oberflächlich betrachtet ist das ja der absolute Traumberuf. Man verdient viel, viel Geld, damit man einfach nur das tut, was man liebt, nämlich zocken. Aber wenn du dich mal mit diesen Streamern unterhältst oder wenn du dir mal ein Video oder ein Interview ansiehst, dann scheinen viele von ihnen keinen Spaß am Videospielen zu haben. Irgendwann wird es nämlich zur Last, weil es zum Muss geworden ist. Ich habe für mich im Leben gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, Leidenschaften zu haben, die vom Einkommen entkoppelt sind. Denn nur so kann man das, was man leidenschaftlich tut, auch weiterhin genießen. Es sollte Dinge in deinem Leben geben, die dir in gewisser Weise heilig sind. Die andere Sache ist, frag mal jemanden, was seine aktuelle Leidenschaft ist. Du wirst sehen, dass diese Frage viele nur sehr schwer beantworten können. Und in der Regel sind die Dinge, für die wir uns begeistern, nicht die Dinge, mit denen wir viel Geld verdienen können. Als ich jünger war, habe ich auch leidenschaftlich gern Computer gespielt. Aber ich wäre heute nicht in der Lage damit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, geschweige denn ein Vermögen aufzubauen. Und wahrscheinlich würde ich das auch gar nicht wollen, denn dann würde ich ja in diese Streamer-Falle tappen. Es ist also generell nicht ratsam, eine Karriere anzustreben, wenn man glaubt, dass man einer von Milliarden Menschen ist, die in diesem einen Bereich erfolgreich werden. Die meisten denken, dass die eigenen Interessen wahnsinnig wichtig sind, wenn es um die Karriere geht. Aber sie unterschätzen, wie sehr sich unsere Interessen im Laufe der Zeit verändern. Deswegen sind die eigenen Interessen, die man hat, auch kein entscheidender Faktor für die Karriere. Denke mal selber darüber nach, welche Interessen du vor 5 oder vor 10 Jahren hattest und wie sehr sich diese Interessen zu den heutigen Interessen unterscheiden. Und in 5 oder 10 Jahren werden dich wieder ganz andere Dinge interessieren. Deine derzeitigen Interessen sind also weder für deine Berufswahl noch für deine Karriere eine solide Grundlage. Im Wesentlichen wissen ja nur ganz wenige, was sie nach der Schule beruflich machen wollen. Als ich von der Schule raus bin, habe ich auch nicht gewusst, was ich beruflich machen möchte. Ich habe viele Interessen gehabt, aber ich wusste nicht, welche Interessen ich verfolgen soll. Die meisten Menschen, die machen einfach das, was ihre Eltern gemacht haben. Und speziell bis zu den 80ern konzentrierten sich die meisten einfach darauf, Wohlstand aufzubauen. Aber die neue Generation, die ist mit anderen Karriereratschlägen aufgewachsen. Nämlich, dass man seiner Leidenschaft folgen sollte. Aber statt sich auf die Leidenschaft und die Interessen zu konzentrieren, solltest du dich immer darauf konzentrieren, was du für andere Menschen tun kannst. Wenn du in deiner eigenen Karriere wirklich erfüllt sein willst, dann musst du aufhören, dich so sehr auf deine eigenen Interessen zu konzentrieren und dich stattdessen fragen, was du für andere Menschen tun kannst. Das ist nämlich der Schlüssel. Der Schlüssel liegt darin, herauszufinden, wo man mit seinen Fähigkeiten die größte Wirkung erzielen kann. Denn die Leidenschaft entwickelt sich aus der Tätigkeit, die man gut kann. Deswegen sage ich den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, immer und immer wieder, dass sie sich keine Gedanken über Dinge machen sollen, die ihnen keinen Spaß machen. Was sage ich zum Beispiel den Leuten in Sales immer? Werde erstmal gut im Verkaufen und dann wirst du sehen, dass nicht nur der Erfolg, sondern auch der Spaß daran kommen wird. Weil am Anfang macht es nie Spaß, weil man einfach wirklich schlecht darin ist. Ich kenne es ja von mir damals.
Mir haben die ersten 2 Jahre im Verkauf keinen Spaß gemacht. Und je besser ich darin wurde, desto leidenschaftlicher habe ich die Sache auch gemacht. Ich glaube, eines der großen Probleme, die viele Leute heutzutage haben, speziell junge Leute, ist, dass man direkt von der Schule kommt, keine Fähigkeiten hat, überhaupt keine Erfahrungen hat und sagt, ich möchte von ersten Tag etwas arbeiten, das Sinn macht und wo ich schnell viel Geld verdiene. Ohne Marktwert geht das nicht. Und dein Marktwert, der hängt von deinen Fähigkeiten ab. Es ist sinnlos, sich um einen begehrten Job zu bemühen, wenn man keine Fähigkeiten hat. Das wird nicht klappen. Es gibt nämlich mindestens 5 Millionen andere Leute, die versuchen, denselben begehrten Job zu bekommen. Wenn man über seltene und wertvolle Fähigkeiten verfügt, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass man eben einer dieser begehrten Jobs bekommt. Genauso ist es, wenn du dich selbstständig machst. Das wird dauern, bis du das verdienst, was du dir vorstellst. Wenn du nicht viel kannst, dann darfst du auch nicht viel erwarten. Und das ist im Grunde genommen auch der Punkt, auf den man sich konzentrieren sollte. Nämlich so gut zu werden, dass man nicht übersehen werden kann und dass andere bereit sind, dich dafür gut zu entlohnen. Ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, die eine völlig falsche Erwartungshaltung haben. Der Kapitalismus basiert auf Wettbewerb und nicht auf Spaß. Mit bisschen Arbeit und bisschen Mühe und bisschen Zeitaufwand wirst du niemals, niemals viel Karriere machen, geschweige denn vermögend werden. Viele denken, dass die Welt ihnen etwas schuldet. Nein, die Welt schuldet niemandem etwas. Wenn, dann schuldest du etwas der Welt. Du kannst keinen gefragten Job ergattern und schon gar kein erfolgreicher Unternehmer werden, wenn du nicht ein angemessenes Maß an Arbeit investierst. Und ja, das kann bedeuten, dass du vielleicht etwas härter arbeiten musst als der Rest. Das kann nicht nur sein, sondern das wird vermutlich auch so sein. Das heißt, dass du an den Wochenenden arbeiten musst oder sogar abends eine Schicht einlegen musst, um gewisse Fähigkeiten dir anzueignen. Ja, der Markt basiert auf Wettbewerb und deshalb musst du härter arbeiten als alle anderen. Wenn du das nicht willst, dann ist auch das nicht das Leben, für das du unterschreiben solltest. Es ist nämlich sehr unwahrscheinlich, dass man in einer Sache wirklich gut wird oder sogar eine Leidenschaft dafür entwickelt, wenn man diese Art von Kompromiss nicht eingehen will. Vergiss den Blödsinn mit dem Purpose. Das kommt erst später, nämlich dann, wenn du schon erfolgreich bist. Wenn dir jemand sagt, dass du deiner Leidenschaft folgen solltest, dann bedeutet das, dass er bereits reich ist. Und für gewöhnlich hat dieser Mensch seine Million mit einer Sache verdient, für die er nicht die geringste Leidenschaft hatte. Wenn du nämlich nur das machen willst, was Spaß macht und deiner Leidenschaft entspricht, dann wirst du alleine schon deshalb scheitern, weil du in schwierigen Zeiten dann was denken wirst? Puh, das ist richtig harte Arbeit. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das macht keinen Spaß. Also ist es ja nicht meine Leidenschaft. Deine Aufgabe ist es, etwas zu finden, in dem du gut bist und dann tausende von Stunden darin zu investieren. Und dafür brauchst du die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Du brauchst Mut und viel Disziplin. Es wird nicht funktionieren, wenn du dem folgst, wofür du Leidenschaft empfindest und dann hoffst, dass Erfolg und eine erfüllende Karriere folgen werden. Das wird nicht funktionieren. Du solltest dich viel mehr darauf konzentrieren, das zu tun, was wertvoll ist. Das wird nämlich dann zu deiner Leidenschaft und einer erfüllenden Karriere führen. Das ist das, was ich für mich festgestellt habe.